Hallo Freunde, wir sind heute rausgegangen, um euch ein paar Tipps zur Fotografie bei Schnee und Kälte zu geben. Ja, Fotografieren im Winter gestaltet sich ja ab und an ein bisschen schwierig, gerade wenn Schnee liegt oder wenn Schnee fällt. Da gibt es einige Faktoren zu beachten und wir haben heute für euch 5 Tipps, mit denen ihr bessere Bilder im Winter machen könnt. Ja, wichtig bei der Fotografie im Schnee ist natürlich, dass ihr die Kamera von JPEG auf RAW umstellt. Und zwar, weil der automatische Weißabgleich manchmal nicht so genau weiß, was er eigentlich machen soll. Da kann es natürlich passieren, dass das Bild, was ihr dann geschossen habt, ins Bläuliche reingeht oder ins Gelbliche. Deshalb, wie gesagt, in RAW umstellen und bei der Nachbearbeitung habt ihr dann die Möglichkeit, den automatischen Weißabgleich bzw. den Weißabgleich selber so zu regulieren, wie ihr das am Ende haben möchtet. Ich empfehle euch natürlich, im manuellen Modus zu fotografieren. Immerhin habt ihr hier die Möglichkeit, die Helligkeit selbst zu bestimmen. Denn das Problem im Automatikmodi ist, dass bei weißem Schnee die Kamera denkt, sie muss das Bild selber regulieren. Das heißt quasi, sie denkt, es ist zu hell, dadurch will sie das Bild runterregulieren und die Sträucher oder Bäume, die so oder so schon dunkel sind, werden noch dunkler und der Schnee ist an sich nicht weiß. Das heißt, im Endeffekt kriegt ihr ein dunkles Bild raus und das will, glaube ich, keiner haben, weil es ziemlich hässlich aussehen wird. Ihr wisst ja, dass die Akkus und die Kälte nicht so die besten Freunde sind, denn gerade bei extremer Kälte ist es einfach so, dass die Akkus ziemlich schnell leer gehen. Ich persönlich empfehle euch dafür, tragt eure Ersatzakkus in der Hosentasche oder aber in der Jackentasche, denn die Körperwärme sorgt dafür, dass die Akkus warm gehalten werden und sie nicht so schnell leer gehen. Gerade wenn es schneit, ist es natürlich gut möglich, dass ihr in eurem geschossenen Bild fallende Schneeflocken seht. Wenn ihr das nicht haben wollt, besorgt euch einfach ein Stativ, stellt die Kamera oben rauf, macht den manuellen Modus an, setzt die ISO auf 100, die Blende je nach Lichtsituation, am Tag würde sich sogar ein ND-Filter empfehlen. Und die Belichtungszeit sollte so zwischen 0,5 bis 2 Sekunden liegen. Und so habt ihr natürlich keine störenden Schneeflocken mehr im Bild. Gut ist natürlich auch, wenn ihr eure Kameraausrüstung schnell griffbereit verpackt habt. Denn gerade wenn Schnee fällt, möchte man nicht, dass der Schnee in den Rucksack gelangt und eventuell die eigene Ausrüstung beschädigt. Deshalb eignen sich zum Beispiel solche Sling-Rucksäcke wie der von Montfrotto. Hier kommt man schnell an seine Kamera ran und kann im Schnee fotografieren. Das waren unsere 5 Tipps zur Fotografie im Schnee. 5 weitere Tipps haben wir für euch bei uns auf der Webseite. Link dazu unten in der Beschreibung. Oder wenn du gerade auf der Webseite bist, dann hier drunter. Hat euch das Video gefallen? Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, hier unten natürlich. Links und rechts wie immer weitere Giga-Themen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.